Beste sein, ja? Wie bitte? Der Beste sein, habe ich gesagt. Für jeden Anklagepunkt, den er erhalten hat, beziehungsweise die Taten, die er mit meinen Kindern veranstaltet hat, Gerechtigkeit, gerecht bestraft wird, denn so ein Mensch hat in meinen Augen keine Rechte mehr. Aber der schwerste Gang kommt erst noch. Meine Tochter zu Grabe tragen. Meine Schwester hat mich angerufen und meinte, wo ich bin. Ich meinte, dass ich zu Hause sei. Meine Schwester kam und zeigte mir vom Nordkurier die Nachricht, die online war, dass im Torgelow eine 6-Jährige verstorben ist. Daraufhin habe ich meine Ex-Freundin versucht anzurufen. Beim ersten Mal ging sie nicht ran, beim zweiten Mal ging er ran. Ich ihn gefragt, was da los sei, was da für ein Unfall passiert ist im Torgelow, ob das meine Leonie war. Und da meinte er ja. Und da musste ich leider das Gespräch beenden. Und war am Boden zerstört, bis heute noch. Lebend habe ich sie das letzte Mal ca. vor einem Dreivierteljahr habe ich sie das letzte Mal lebend gesehen. Weil sie mir beharrlich die Kinder verweigert hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sie so unter Druck gesetzt hat, dass sie gar keinen anderen Ausweg gefunden hat, als mir die Kinder nicht zu geben, weil über ein Jahr, also fast ein Jahr, 2018 habe ich gekämpft, meine Kinder überhaupt zu sehen, weil sie mir jegliche Art von Kontakt zu meinen Kindern verwiesen hat. Demzufolge gab es ja dann den Beschluss, dass ich geteiltes Sorgerecht und Umgangsrecht habe. Bin zusammen mit meiner Schwester das erste Wochenende rübergefahren. Und ja, sie hat sich nie dran gehalten, was das Gericht beschlossen hat, sag ich mal. Ne? Ich habe beim Jugendamt angerufen, Montag. Ich habe gefragt, wie das sein kann, dass ich nicht benachrichtigt werde. Das Jugendamt meinte, sie haben eine Sorgerechtsanfrage geschaltet. Demzufolge bin ich nicht aufgetaucht auf der Sorgerechtsanfrage. Und auf Hinweis, dass ich einen Gerichtsbeschluss habe, wo drin vorgeht, dass ich geteiltes Sorgerecht habe, hat das Jugendamt gesagt, dass sie den Beschluss gerne hätten. Dann ging das alles ganz schnell. Das Jugendamt war bei mir hier in der Wohnung, hat sich die Wohnung angeguckt, haben sich den Gerichtsbeschluss angeguckt und haben mich dann gefragt, ob ich den Sohn von Pasewalk von der Kriminalpolizei abholen könnte. Demzufolge habe ich mich mit meiner Schwester gleich ins Auto gesetzt, sind nach Pasewalk am Abend 5:30 losgefahren, von Worms nach Pasewalk zur Kriminalpolizei und haben dann den Lütten abgeholt. Er hat mich gesehen, hat die Arme aufgerissen, kam zu mir angelaufen und hat gesagt, Papa, ich bin fest eingeschlossen. Und von daher bin ich einfach nur noch glücklich, dass er es geschafft hat. Und er hat auch Verletzungen im Gesicht. Starke, ich war gestern mit ihm beim Kinderarzt. Es deutet alles darauf hin, dass auch er eine schwerwiegende Misshandlung hinter sich hat. Und von daher, es ist alles sehr hart für mich. Aber der schwerste Gang kommt erst noch. Meine Tochter zu Grabe tragen. Und sie wird die schönste Beerdigung erhalten, die sie sich wünschen kann. Ja, heute zur Mittagszeit konnten wir den Tatverdächtigen David H. auf der Bundesstraße 109 festnehmen. Er war gerade auf dem Weg zur Polizei nach Anklam mit seinem Anwalt zusammen. Und nun wird er zur Kriminalpolizeiinspektion nach Anklam verbracht,
Und dort hat er als Beschuldigter auch die Möglichkeit auf rechtliches Gehör. Und er kann sich aber natürlich als Beschuldigter auch entscheiden, die Aussage zu verweigern. Und sobald dort die weiteren polizeilichen Maßnahmen auch erfolgt sind, wie zum Beispiel eben die Identitätsbehandlung, bekommt er vom Haftrichter auch den Haftbefehl offiziell verkündet. Und dann wird er auch in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Es hat sich das ganze Leben verändert, von Anfang an. Seit Januar bis jetzt, das ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch, der ich mal war. Den Alltag zu bewältigen ist sehr hart, auch wenn man andere Familien mit den Kindern laufen sieht. Ich träume jede Nacht, wie ich mit meiner Tochter laufen gelernt habe, wie wir zusammen gespielt haben, wie andere Freunde sich von mir, die Kinder aufgewachsen sehen haben. Und sie fehlt hier sehr, sie fehlt sehr. Es wird nochmal ein sehr, sehr, sehr harter Weg und steiniger. Aber ich hoffe, dass für jeden Anklagepunkt, den er erhalten hat, beziehungsweise die Taten, die er mit meinen Kindern veranstaltet hat, Gerechtigkeit gerecht bestraft wird. Denn so ein Mensch hat in meinen Augen keine Rechte mehr. Ich gehe von Anfang bis Ende zur Verhandlung. Ich werde auch von Anfang bis Ende dann teilnehmen, damit ich für mich einfach damit abschließen kann und weiß, was vorgefallen ist, wie es abgelaufen ist. Den Täter in die Augen zu gucken, mit Nichtachtung zu bestrafen und ihm einfach zu zeigen, dass dieser Kampf erst begonnen hat. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in insgesamt 7 Fällen die später verstorbene Tochter seiner Lebensgefährtin Leonie und deren Bruder Noah körperlich misshandelt zu haben und im Anschluss an die letzte Tat nicht rechtzeitig ärztliche Hilfe geholt zu haben und in Anspruch genommen zu haben, obwohl er erkannt haben soll, dass lebensbedrohliche Verletzungen bei Leonie vorliegen. Deswegen wird dem Angeklagten diesbezüglich ein Mord durch Unterlassen vorgeworfen. Feige! Ein Stück, du Alter. Ist das so eine Kette? Raul, du Memme. Scheiß Maske aus dem Gesicht. Nimm das ab, wenn du einen Arsch in der Hose hast. Ich sitze hier! Hier sitze ich! Du Viehzeug, du! Mann! Ich hoffe mir, dass die Kammer ein gerechtes Urteil fällt und ja, dass einfach er dafür bestraft wird, weil er all die Zeit lang meinen Kindern angetan hat. Dafür muss er büßen. Das gerechte Urteil für mich wäre ganz klar gesehen, lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Weil mit dieser Gewalt, die er ans Tageslicht immer wieder drangegangen ist, zeigt eigentlich sein Gewaltpotenzial gegenüber den Kindern und auch Frauen. Und das gehört einfach für mich lebenslänglich eingesperrt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ja, die Gefühle sind gemischt, von Hass geprägt, von Hoffnung.
bin glücklich über das Urteil. Ich hätte persönlich nicht damit gerechnet. Ich habe eher damit gerechnet, dass er nach 15 Jahren rauskommt. Umso mehr hat mich dieses Urteil überrascht. Umso mehr hatte ich auch innerlich diese Glücksgefühle. Ja, es ist eine kleine Genugtuung für mich, zu wissen, dass dieser Mensch einfach für das gerade steht, für das, was er getan hat, auch wenn er keine Reue zeigt. Er verhöhnt sein Opfer, praktisch meine Kinder verhöhnt er. Er bleibt und ist ein Kindermörder, damit muss er leben. Damit muss er sich mit sich selber auseinandersetzen, dass er ein Kindermörder ist und bleibt. Dass die ganze Welt weiß, wer er ist. Auch wenn er sein Gesicht hinter einem Ordner versteckt hat, trotzdem weiß die Welt, wer er ist. Und dass er ein Kindermörder bleibt und ist, wie nach wie vor. Allerdings macht mich das umso wütender, zu wissen, wie er meine Kinder misshandelt hat. Das ist nochmal wie so ein Schlag ins Gesicht, wo ich selber erstmal drüber hinwegkommen muss. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht mit ein paar Monaten. Das würde eher mit ein paar Jahren, mit psychologischer Hilfe. Auch mein Sohn Noah Joel ist traumatisiert. Er muss mit den Verletzungen Tag zu Tag leben. Ich sehe die Verletzung von Tag zu Tag bei ihm. Ja, aber mit den Jahren werde ich mit dem Schmerz leben müssen. Ich hoffe mir das Ergebnis des lebenslang und dass die Punkte nochmal genau untersucht wurden werden und dass wir heute zu dem Endresultat endlich mal kommen, das lebenslang. Ja, um mit diesem Kapitel abzuschließen, denn lange hat es gedauert, viele Monate, viele Jahre sind ins Land gezogen und jetzt hoffe ich mir einfach davon, dass jetzt endlich mal ein Punkt gesetzt ist, damit ich und meinem Sohn, den ich noch habe, endlich mal die Ruhe finden, um zu trauern. Ja, nach dem Urteil, ich bin überglücklich. Es fühlt sich an, als wenn ein Paket von mir abfällt, weil es war eine sehr, sehr lange Zeit, wo man nur noch gehofft hat und zum Himmel geguckt hat und gesagt, hoffentlich kriegt dieser Mensch, der mir so viel Unheil angetan hat, endlich seine gerechte Strafe. Heute wurde das Urteil gesprochen. Ich bin mehr wie überglücklich, da er lebenslang gekriegt hat. Definitiv bin ich glücklich drüber. Ich habe ihm eine Packung Kinderkarts auf seinen Tisch gelegt, aus dem folgenden Grund, dass er sich immer an die Kinder, die er an sich vergriffen hat, sprich an meinem Sohn bzw. an meiner Tochter, sind ihr Kinder, sich immer wieder daran erinnert, welche Tat er begangen hat.